Autotune ist in aller Munde. Von Cher vor über 20 Jahren bis heute Bowser und Loredana, die ohne diesen Effekt quasi gar nicht vorstellbar sind, ist es ein wichtiges Tool geworden in der heutigen Musikproduktion. Es kostet aber normalerweise Geld. Ich stelle dir aber heute ein kostenloses Plugin vor, mit dem du das auch erreichen kannst, nämlich den Autotune-Effekt, und stelle dir sogar noch zwei coole Anwendungsszenarien vor. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019. Und der Autotune-Effekt spaltet ja die Produktionswelt wie kein anderer. Die einen sagen, ohne mache ich keine mehr Produktion mehr. Die anderen sagen, na, das kommt mir überhaupt nicht ins Haus. Wer hier nicht singen kann, der braucht gar nicht erst antreten. Irgendwo dazwischen wird sicherlich die Wahrheit liegen. Aber es gibt halt, wie gesagt, Künstler wie Loredana oder Bowser, die heutzutage ohne diesen Effekt gar nicht mehr vorstellbar sind und die das eben nicht nutzen, weil sie nicht singen können, sondern die das wirklich wie ein Instrument benutzen. Die brauchen das also wirklich wie ein Instrument für ihre Stimme und genau darum geht es dann auch, das so einzusetzen. Dieser Effekt ist sehr beliebt und normalerweise muss man dafür Geld ausgeben. Von Antares, das Autotune kostet Geld, Melodyne kostet Geld oder eine DAW, wo das eingebaut ist, wie Cubase oder Logic, kosten auch Geld, wo das eingebaut ist. Bei Studio One gibt es das, glaube ich, in den günstigen Varianten Melodyne, zumindest in der Basisvariante dazu. Aber wenn du eine DAW zum Beispiel haben solltest, die das nicht eingebaut hat, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, hier mit einem Plugin, was ich hier gefunden habe, das auszugleichen, diese Lücke. Nämlich der Grayon 2 von Auburn Sounds. Ich spreche es jetzt einfach mal Grayon aus, weil ich glaube, dass das französisch ausgesprochen wird. Wenn du es besser weißt vielleicht als ich, dann schreib es gerne unten in die Kommentare rein. Jeder Kommentar nimmt ja sowieso teil am Gewinnspiel hier im Adventskalender. Und dieses Tool ist kostenfrei zu haben. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version, die ein paar mehr Funktionen hat. Aber das funktioniert einwandfrei hier schon. Und wir hören einfach mal rein, wie es im Moment klingt. Ich habe hier so ein Pattern vorbereitet, mir einen kleinen Spaß mit einem Text gemacht und den einfach mal, naja, gerappt kann man nicht sagen. Nennen wir es mal Sprechgesang, was ich hier gemacht habe, den ich hier eingesungen habe. Wir hören mal kurz rein, wie es im Moment klingt. Immer wieder, wenn ich dich was fragen will, gehst du mir aus dem Weg und legst dich still zum Chillen ab. Dreh mich schon stundenlang allein im Kreis und weiß Bescheid, es ist so weit, weiß nicht mehr, wie ich heiß. Na, ich habe mich auch so ein bisschen an den Kollegen da, ich nenne sie jetzt einfach mal Kollegen, ich nehme mir das mal heraus in meinem gehobenen Alter, orientiert, die auch relativ oft so in so einer schmalen Range bleiben, so immer so zwei, drei Töne rauf und runter, dann ihren Sprechgesang machen. Und das ist natürlich eine gute Basis dann für diesen Autotune-Effekt. Und ich aktiviere den einfach mal und wir hören mal direkt, was er damit macht, ne? Guck mal hier. Ab, dreh mich schon stundenlang allein im Kreis und weiß Bescheid, es ist so weit, weiß nicht mehr, wie ich heiß. Die Einsamkeit um mich herum ist fremd gewählt, hab mich lang dumm gestellt, damit es bleibt, wie es war, doch oh mein Haar. Hey. Und man hört schon, das sind genau diese Übersprungeffekte zwischen einzelnen Tönen, die man so mag an diesem Autotune-Effekt. Und das kann man im Prinzip mit dem kostenlosen Plugin hier tatsächlich generieren. Gibt ein paar Knöpfe, die man hier einstellen kann. Der wichtigste ist, glaube ich, dass man dafür sorgt, dass man die richtige Tonart einstellt. Die Stimme muss ja auf die richtigen Töne geschubst werden und das kann man hier oben über die Preset-Liste machen. Da wählt man dann einfach hier raus, welche Tonart der eigene Song ist. Meiner ist jetzt in Fis-Dur, also Fis-Major, den ich ja auch ausgewählt habe und schon fängt er an zu korrigieren. Es gibt noch ein paar Regler, mit denen man das noch verfeinern kann, indem man dafür sorgt, dass entweder der Effekt ein bisschen dramatischer einsetzt oder ein bisschen weniger dramatisch. Eins von beiden, je nachdem, was du möchtest. Wenn du einen ordentlichen Sänger hast, wo du nur ein kleines bisschen Tonhöhenkorrektur vornehmen willst, dann kannst du das auch hier mit diesem Plugin machen. Aber in diesem Fall geht es ja jetzt mal um diesen Autotune-Rapper-Sound. Und dazu habe ich dann hier bei der Pitch Correction habe ich dann einfach bei der Korrektur auf volle Pulle gestellt. Wenn du es ein bisschen weicher haben willst, ein bisschen weniger aufdringlich, dann stellst du hier einfach ein bisschen runter, wie viel Prozent der Effekt sein soll. Aber in diesem Fall habe ich den auf 100% gestellt. Smooth stellt dann ein, wie schnell oder wie langsam das Gerät reagieren soll. Ich habe es mal auf super schnell gestellt, damit das auch wirklich sofort reagiert, falls ein Ton nicht so ganz drauf liegt und er sofort versucht, das Ding zu korrigieren. Snap Range habe ich so dahingehend verstanden, dass er einstellt, in welchem Rahmen er die Töne, also ehrlich gesagt habe ich nicht so richtig verstanden, was dieser Regler macht, aber ich habe ihn einfach mal eingestellt und genutzt, bis das dabei rausgekommen ist, was ich haben wollte. Das heißt, wahrscheinlich ist man hier auch am ehesten gut bedient, wenn man mit den Reglern einfach rumspielt und kreativ mal ein bisschen funktioniert. Ich muss ja auch nicht alles wissen, ich bin ja auch nicht die allwissende Müllhalde, ne? Und mit Inertia kann man dann auch nochmal einstellen, im Rahmen von wie viel Tönen sich das Ganze bewegt. Also spiel einfach mit den Knöpfen hier mal rum, bis du den Ton im Prinzip hast, bis du den Sound hast, den du haben willst. Und hier auf der linken Seite gibt es jetzt noch ein Pitch-Shift, den erkläre ich dir aber gleich in zwei Spezialanwendungsfällen nochmal. Jetzt hören wir aber jetzt nochmal rein, wie das genau klingt hier mit dem Playback zusammen. Dann gibt es nämlich wirklich den passenden Sound. Genau das, was man im Prinzip haben will von dem Effekt. Ne? Und weiß Bescheid, es ist so weit, weiß nicht mehr, wie ich heiß. Die Einsamkeit um mich herum ist fremd gewählt. Hab mich lang dumm gestellt, damit es bleibt, wie es war. Doch um ein Haar hätte ich...
So, jetzt habe ich ja gerade versprochen, dass ich noch zwei Tricks sagen. Da schlägt noch die Trompete zurück, ne? Ich habe gesagt, dass ich noch zwei Anwendungsszenarien machen möchte oder zeigen möchte, wo ich das auch kreativ einsetzen kann. Und natürlich kann man mit diesem Pitch-Effekt auch kreativ umgehen, indem man eben nicht nur eine Korrektur vornimmt, sondern auch das Ganze ein bisschen verstimmt zum Beispiel. Ich habe hier zum Beispiel eine Spur darunter angelegt unter meiner Hauptstimme, die ich Vocals Fifth genannt habe. Und der fünfte Halbton oberhalb des Grundtons ist eine Quarte. Das musste jetzt nicht zwingend was sagen. Merkt ihr nur so viel, eine Quarte klingt ziemlich cool, wenn man sie dazu macht. Und ich habe dazu diesem Zweck dann einfach auf diesem Kanal, ich habe den einmal komplett dupliziert und habe dann hier den Crayon auch reingeladen. Da ist er. Und habe hier auf der linken Seite den um 7 Halbtöne runtergestimmt. Jetzt wirst du dich fragen, hey, hat er nicht gerade gesagt 5 Halbtöne rauf? Ja, wenn man eine Quarte haben will, kann man entweder 5 Halbtöne rauf oder aber 7 Halbtöne runter. Wir bewegen uns ja immer innerhalb von 12 Halbtönen bei einer Oktave. Ne? Wenn du eine Oktave höher bist, bist du 12 Halbtöne höher gegangen oder eben 12 Halbtöne runter. Und wenn du eine Quarte haben willst zum Grundton, dann kannst du entweder 5 Halbtöne rauf oder 7 Halbtöne runter, ist derselbe Ton. Das nur am Rande. Ich habe in dem Fall also runter gestimmt, weil ich den Effekt ein bisschen cooler fand. Ich hätte auch 5 Halbtöne raufgehen können und schalte den jetzt einfach mal dazu und hör mal, was dann passiert, wenn ich den jetzt aktiviere, weil das ist wirklich ein cooler Effekt, wenn man so eine Quarte dazu schiebt. Zum Chillen ab, dreh mich schon stundenlang allein im Kreis und weiß Bescheid, es ist so weit, weiß nicht mehr, wie ich heiß. Die Einsamkeit um mich herum ist fremd gewählt, hab mich lang dumm gestellt, damit es bleibt, wie es war, doch um ein Haar. Klingt so ein bisschen wie so ein Powerchord von so einer Gitarre, ne? Da spielt man auch eine Quarte, das ist auch ziemlich fett. Und dann hat man halt diesen wirklich fetten Vocal-Effekt, der auch so sehr aggressiv klingt, vor allem wenn man das mit dem Playback zusammenhört. Ne? Da kann man wirklich einen coolen Effekt machen, muss man ja auch nicht durchgängig laufen lassen, kann man auch so wie Adlibs zum Beispiel einzelne Wörter mit hervorheben, das könnte man auch jetzt noch freischneiden da, aber... Weiß Bescheid, es ist so weit, weiß nicht mehr, wie ich heiß. Die Einsamkeit um mich herum ist fremd gewählt, hab mich lang umgestellt damit. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen, ich fand es super hier für die Strophe und im Refrain bin ich dann noch ein kleines bisschen kreativer geworden, denn im Refrain habe ich dann auch gesungen, so dass man da den Autotune-Effekt dann noch mehr hören kann. Ist ja heutzutage auch durchaus angesagt. Und ich schalte mal kurz auf Solo, damit du hören kannst, was ich da gesungen habe. Sauna Girl, du bist alles, was ich hab. Oh, Sauna Girl, komm, leg dich nochmal ab. Okay, alles klar. Ich habe mir einen Spaß gemacht mit dem Text. Ich hoffe, du verzeihst das. Ich finde es sehr lustig auf jeden Fall. Vielleicht lade ich das Sample nochmal hoch und du kannst es dir dann über die Homepage nochmal anhören, den kompletten Song. Oder vielleicht hören wir uns demnächst nochmal. Vielleicht wird ja ein ganzer Song draus. Ne? Jetzt ist es ja nur eine Strophe und ein Refrain. Aber nur so viel dazu. Der Refrain ist halt gesungen und wie du hören konntest gerade, springt er dann schon, wenn du ein bisschen größere Range nimmst, dann springt er schon so richtig schön die Töne durch und macht dann quasi auch mehr oder weniger diesen Chair-Effekt. Ich wollte den aber auch unterstützen mit einem modernen Produktionstrick und habe dann einfach nochmal diese Spur hier auch komplett dupliziert und habe die dann aber eine Oktave höher gestimmt. Also eine komplette Oktave sind 12 Halbtöne und habe das Ganze dann dazu nochmal gemischt hier. Wo ist denn mein Crayon? Da ist er. Und wie du hier sehen kannst, habe ich dann hier tatsächlich, uppa, so ein bisschen explodiert. Ne? Habe dann hier 12 Halbtöne hochgestimmt und habe mit den Formanten, das ist die Korrektur von der Stimmfarbe, habe dafür gesorgt, dass es eben nicht nach Mickey Maus klingt, sondern dass es so einigermaßen so klingt, als wenn da jemand singen würde. Ich stelle es dir mal, warte mal, ich stelle mal kurz auf Solo, dann kann ich dir das nochmal vorstellen, was genau der Formantenregler macht. Wenn ich den runterdrehe, dann klingt die Stimme so. Ich drehe mal rein. Es klingt so ein bisschen weicher, klingt so ein bisschen echt gesungener, ne? Ist nicht ganz so scharf und klingt dadurch ein bisschen charmanter am Ohr. Ich drehe es nochmal ein kleines bisschen zurück, ich glaube, da war es ungefähr. Und zusammen klingen die beiden dann wirklich auch, wie heutzutage auch Sounds so in modernen Produktionen klingen. Alles, was ich hab, oh, Sauna Girl, komm, leg dich nochmal ab, Sauna Girl, komm, gib mir noch einen Kuss, oh. Ja, hat der alte Mann mal Quatsch gemacht. Okay. Das habe ich schon fast verschluckt, das ist die Strafe dafür. Wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn du Bock hast, dieses Plugin mal einzusetzen, dann
drück einfach auf Daumen nach oben, wenn es dir nicht gefallen hat. Drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Ärger dich nicht so lange darüber, dass du bis zum Ende geguckt hast. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!